Hi, ich bin der Benni Hunsbichler, 19 Jahre alt, Student und Handbiker im österreichischen Nationalteam. Und heute nehme ich eigentlich bei einem Trainingstag mal mit. Ich war von klar auf immer sehr sportbegeistert, bin früher viel Nachwuchs-Rennradrennen gefahren und habe dann mit 17 Jahren einen schweren Skiunfall gehabt und sitze seitdem im Rollstuhl. Angefangen habe ich eigentlich mit Laufen. Bin mit 15 Jahren meinen ersten Halbmarathon gerannt. Habe dann relativ schnell aufs Radfahren gewechselt, auch weil der Papa viel Mountainbiken war. Und auf dem Mountainbiken bin ich dann eigentlich zum Rennradfahren gekommen, bin immer mehr Rennen gefahren. Für mich war eigentlich relativ schnell nach dem Unfall klar, ich mag jetzt wieder irgendwie einen Sport machen, und die Freundin haben wir da im Krankenhaus noch, so ein, zwei Wochen nach dem Unfall auf der Intensivstation, ein Foto von einem Handbiker gezeigt. Das war für mich eigentlich klar, okay, das ist der Sport, mit dem es weitergehen soll. Das war für mich die Motivation, dann die Reha und generell wieder nach Hause zu kommen, damit ich eben dann mit dem Radlfahren weiter tun kann. Und das Handbiker ist im Vergleich zum normalen Radlfahren, sage ich einmal, sicher ein großer Unterschied, aber es läuft auf die gleichen Prinzipien aus, nur dass es halt mit den Armen gemacht wird. Man braucht eine gute Ausdauer, für die Sprints viel Kraft, und auch die Rennen werden auch die gleichen taktischen Grundregeln gefahren wie im normalen Straßenrennen. Darum war der Unterschied dann eigentlich gar nicht so groß. Weil viele Leute das oft missverstehen, Behindertensport, ja okay, das sind nicht leider Rollstuhlfahrer, die ein bisschen Sport machen. Aber es ist Spitzensport, es ist genauso wie bei jedem anderen Sportler trainieren wir unzählige Stunden im Winter, so im Sommer. Und die Rennen werden genauso gleich auf Anschlag gefahren und sind genau gleich hart. Und ja. Viele Leute fragen sich oft, wie kann man stundenlang am Radl sitzen oder auch im Keller stundenlang im Winter gegen die Wand schauen, wenn man trainiert. Aber für mich ist genau das der Reiz dran. Das ist für mich einfach irgendeine Art Frieden und einfach ein wunderschönes Gefühl. Und ich hoffe, Ihnen hat der Einblick in meinen Trainingsalltag taugt. Bis zum nächsten Mal.